Sie können sie sehr variabel im Raum transportieren. Sie möchten natürlich auch trainieren. Dazu brauchen Sie die beiden Return Boards. Sie nehmen also das Return Board und rasten es in eine Markierung ein und schon ist das eine Return Board spielfähig. Zweite Return Board. Jetzt können Sie mit dem Training beginnen. Sie können die senkrechte Einstellung wählen für das Aufschlagtraining. Sie können den Blockwinkel nach vorne schließen für Konterballtraining. Sie können den Blockwinkel noch weiter schließen für Topspin-Training.